Zuschauer zum Blickfang, das Bodenseemagazin. Ich befinde mich heute hier auf dem Rathausplatz in Konstanz. Hier ist soeben das Rathaus gestürmt worden. Die Stimmung ist bombig und auch wir in der Sendung kümmern uns heute natürlich um Fastnet. Wir waren bei einer der ältesten Zünfte in Liptingen zu Besuch, den Schlehenbeißern. Dort ist es nicht nur verrückt, sondern auch ganz schön traditionell. Ist mehr als ein historisches Gebäude. Sie ist Hauptquartier der Schlehenbeißer, eine der ältesten Zünfte in der Region Hegau-Bodensee. Auf der Suche nach dem größten Narr der Region hat Zunftmitglied Margot Kupferschmied sich bei mir gemeldet. Wenn eine aus dem Nähkästchen plaudern kann, dann sie. Margot Kupferschmied, Sie haben sich bei mir gemeldet auf meinen Aufruf hin. Das hat mich erstmal ganz arg gefreut. Und warum würden Sie denn sagen, Sie können unseren Zuschauern ganz toll eben von der Faszination Fastnacht berichten? Also ich stamme aus einem fastnachtsverrückten Haus und wenn ich das erste Mal den Narrenmarsch höre, dann juckt es einfach und so. Und vielleicht ist das mir schon in die Wiege gelegt. Ich habe eine ganz verrückte Großmutter gehabt, also meine Oma, die ist dann auch immer losgezogen. Und ich habe als Kind immer geschaut, was die macht und dann damals schon gedacht, aber das mache ich auch mal. Gesagt, getan. Gerne erinnert sie sich heute an Brauchtumspflege mit großem Spaßfaktor. Und beim Marsch hat man sich so ein Motto ausgesucht, dann hat man sich mindestens 5-6 Mal getroffen, hat genäht, gebastelt. Günstig soll es damals sein, so 72, 73, weil viel Geld hat man eigentlich auch noch nicht. Und wie es heute ist, dass man Kataloge was bestellen kann, das gab es halt da nicht. Mhm. Aber es war immer super, viel Bowle getrunken, Häppchen gegessen, manchmal gar nichts genäht. Was Zunftmitglieder zusammenhält, hat neben ein und derselben Leidenschaft viel mit alten Traditionen zu tun. Jede Zunft hat ihre eigene Tradition. Bei den Schlehenbeißern ist das eine kleine, saure, blaue Beere. Jetzt kommen wir mal zu den Ursprüngen der Zunft. Was hier nämlich zwischen den Zehen ist, ist die Schlehe. Und das ist eine ganz besondere Frucht, die auch ganz schön viel Arbeit in sich hat, oder? Die Schlehe verzerrt ja das Gesicht, wenn du eine Schlehe so normalerweise isst, dann kriegst du das Gesicht, das ist eigentlich auch so wie der Schlehenbeißer hier. Und wir haben uns das zu eigen gemacht seit Beginn der Zunftgründung, dass wir diese Schlehen sammeln und dann natürlich auch brennen lassen. Nur, das hört sich alles einfacher an, aber es kommt dann immer eine ganze Gruppe, vor allen Dingen auch unsere Heuchetwäble, nehmen wir da immer dazu, im November, meistens wenn schon der erste Frost drüber gegangen ist, raus aufs Feld, suchen die Schlehehecke und sammeln das. Sehr mühsam, weil die Schlehe natürlich eine unheimlich lange Dorne hat, du verkratzt die Hände, du siehst eigentlich hinterher aus wie Sau, aber das gehört auch dazu. Und wir gucken, dass wir dann immer jede Menge Schlehe dann zusammenkriegen. Wie gesagt, sehr mühevoll und du brauchst bald eine Stunde, bis du so 5-Liter-Eimer immer beieinander hast. Voll engagiert sind auch die ältesten Zunftmitglieder wie Hildegard Renner. Ihr Gatte war Gründer der Schlehenbeißer. Heute ist sie das älteste Horchetweible in der Zunft und hat in all den Jahren tolle Erlebnisse gesammelt. Meine Schwägerin war damals Narrenmutter und mein Mann war also Narrenvater. Und dann hat er erfahren durch den Bürgermeister, dass der Kiesinger nach Stuttgart geht zum Narrenkrieg. Das war doch irgendwann immer, glaube ich, am Schmutziger Donnerstag. Und da war der Empfang. Und dann hat man geguckt, dass man den Kiesinger auch keine abfangen im Dorf. Sohnemann und Zunftmeister Hartwig Renner hat Angela Merkel bisher nicht abgefangen. Dafür hat er die Chronik als Erinnerung. Eine liebevoll erstellte Dokumentation der Geschichte der Schlehenbeißer. Ohne Buch, dafür mit persönlichem Einsatz, hilft auch Margot Kupferschmied, die Traditionen der Schlehenbeißer am Leben zu halten. Beispiel war jetzt letztes Jahr zweimal im Kindergarten. Da war Oma-Opa-Tag angesagt und habe ich mich für Fasnacht gemeldet. Bin mit meinem Zunftkostüm, das ist ein Zunftkostüm, in den Kindergarten gegangen und habe die Kinder gefragt. Und man ist erstaunt, wie viele Kinder schon wissen von daheim aus, weil es in der Familie einfach die Tradition weitergegeben wird.
Statt niveaulos dank Alkohol und Kaufhausverkleidung kann Fasnet also auch anders. Herzlich, engagiert und voller Tradition. Nach einer kurzen Unterbrechung geht's bei uns im Programm weiter mit unseren Genussgeschichten. Bei uns geht es jetzt weiter mit unseren Genussgeschichten. Das hier ist ureigenster Familienbesitz. Seit 1413 gehört die Mühle der Familie Engelhardt. Und wenn man sich hier umsieht, dann wird tatsächlich Vergangenheit wieder ganz gegenwärtig. Das Mühlengebäude geht auf das 18. Jahrhundert zurück. Betrieben wird die Mühle ganz klassisch mit Wasserkraft. Keine Frage, die Engelhardt-Mühle Attenhofen ist der älteste Familienbetrieb in der Region. Es ist in Familienbesitz, wie gesagt, seit über 600 Jahren. Und so ging es halt von Generation zu Generation weiter. Und ich habe es von meinem Vater übernommen und schauen wir mal, was nach mir kommt. Seit 13 Jahren ist er der Müller, Alexander Engelhardt. Trotzdem arbeitet natürlich die ganze Familie mit, auch die 6-jährige Tochter der Engelhardts. Weil mir das Spaß macht und weil ich meinem Papa helfen will. Getreidelieferung bei der Engelhardt-Mühle. 3 Sorten Getreide werden hier vermahlen. Weizen, Dinkel und Roggen. Alles aus ökologischem Anbau, alles aus der Region. Alexander Engelhardt kennt seine Lieferanten persönlich. Wir sind eine reine Biomühle. Also wir machen 100% Biogetreide. Es kommt nur Biogetreide in die Mühle. Also kann auch nichts anderes rauskommen. Es kann keine Vermischungen geben. Und das macht uns einzigartig. Ja? Und wir verarbeiten ausschließlich 100% regionales von hier Getreide. Das Biogetreide wird nicht mit chemischen Substanzen behandelt. Und ebenso bio wie auf den Feldern geht's im Inneren der Mühle weiter. Um Käfer und Motten erst gar keine Chance zu geben, wird die Mühle regelmäßig gesaugt und immer sauber gehalten. Produktionsabläufe wurden optimiert und Schwachstellen entfernt. Und Mäuse haben sich sowieso schon seit Jahren nicht mehr blicken lassen. Denn hier gibt's sozusagen natürliche Mausefallen. 2 Falkenfamilien, die in Zusammenarbeit mit dem Vogelschutzbund errichteten Nistgelegenheiten bewohnen und außerdem eine Mühlenhofkatze. Es geht einfacher, ja. Also wir haben vor 10 Jahren den Kasten aufgehängt. Wir haben immer, ich glaube, ich habe sogar gerade was gehört, ein Falkenpärchen hier, die Katze ist immer hier und das klappt einmal frei. Man muss nach nichts schauen, man muss sich nicht groß drum kümmern, ja. Und man hat auf jeden Fall kein Gift drum liegen, wo irgendwas passieren kann, ja. Das ist immer das Wichtigste. Im Mühlengebäude scheppert es und rattert es. Über 100 Siebe sind hier im Einsatz und sieben das Mehl immer feiner aus. 12-mal geht's dabei von oben nach unten über alle 5 Stockwerke. Bis zu 500 Tonnen Mehl entstehen hier jedes Jahr. Das meiste davon geht als von hier Mehl zu Feneberg und in dessen Bäckereien. Denn das von hier Brot von Feneberg wird aus Engelhardt-Mühle-Mehl gebacken. Also die Firma Feneberg hat vor knapp 20 Jahren Mühle gesucht, die für sie eben regionales Biogetreide vermahlen kann. Und nachdem wir schon für Erzeugergemeinschaft damals schon Biogetreide gemahlen haben, kam man die eben über Umwege nachher zu uns und dann ging alles ganz schnell. Weil wenn man die Idee mal hat, dann will man es immer schnell umsetzen. Und wir waren dann quasi schon startklar und konnten dann das ganz schnell umsetzen. Und dann haben wir ein hochwertiges Produkt, nachvollziehbar aus der Region, doch zum fairen Preis. Und die Zusammenarbeit funktioniert mittlerweile schon seit 13 Jahren. Die Nachfrage nach dem biologischen Mehl aus der Region lässt jedenfalls nicht nach. Schließlich ist das Mehl das wichtigste Grundnahrungsmittel des Menschen nach dem Wasser. Und da achtet man doch gerne auf nachvollziehbare, regionale und biologische Qualität von hier. Perfekte böhmische Blasmusik. Dafür stehen die Egerländer Musikanten.
Seit ihrer Gründung vor 60 Jahren gehören sie heute zu den erfolgreichsten Blasorchestern der Welt. Klassiker wie Rauschende Birken oder die Löffelpolka begeistern Väter, Töchter, Großmütter und Enkel gleichermaßen. Musik für Generationen heißt die aktuelle Tournee der Egerländer. Und genau das, gepaart mit Mut zum Neuen, ist auch ihre Erfolgsformel. Los geht's um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 42,90 Euro. Liebe Zuschauer, das war's mit unserer Fasnetz Blickfang-Sendung für heute. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und freue mich natürlich auch, wenn Sie nächsten Freitag 18.45 Uhr wieder reinschauen. Bis dahin noch eine schöne närrische Zeit. Machen Sie es gut. Tschüss.